Hallo, ich bin Fia von Rausgegangen TV und wir sind heute im Cine Nova, weil hier die Eröffnung ist von der Cologne Conference. Ich bin der Jochen Ott. Guten Tag. Guten Tag, Herr Ott. Freut mich. Was machen Sie denn auf der Cologne Conference? Also erstens einen schönen Abend hoffentlich erleben, zweitens einen spannenden Film sehen. Aha. Und drittens finde ich das für Köln wichtig, dass es solche Events hier gibt. Und das will ich auch mit meiner Anwesenheit dokumentieren. Ich erwarte jetzt irgendwie einen tollen Film erstmal und so ein bisschen so eine kleine Einführung, was jetzt irgendwie die nächsten Tage passieren wird. Und dann noch ehrlich gesagt noch eine nette Party. Sehr gut. Sie, was ist denn Ihr Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm, der heißt Ein Stück Himmel, heißt der, glaube ich. Das ist ein sehr sehnsüchtiger Film aus Schweden. Bejo, Popcorn süß oder salzig? Süß. Süß. Okay, er ist auch raus, weil ich mag salzig. Salzig? Nein, war nur ein Spaß. Definitiv salzig, nein. Also alles gut. Salzig oder süß? Salzig. Oh mein Gott, das ist der Erste, der sagt Popcorn salzig. Come on. Süß oder salzig? Salzig. Ja, Nachos nicht, bin ich voll. Nachos im Kino finde ich doof. Bejo, was machst du auf der Cologne Conference? Weiß ich noch nicht. Nein, Quatsch. Also wir werden ja heute auf jeden Fall den Film noch angucken, wenn man den noch gucken kann. Ja, Leute, die Cologne Conference ist anscheinend so beliebt, dass jetzt gerade schon Einlassstopp ist, weil das Kino voll ist. Weißt du, warum Cologne Conference Cologne Conference heißt? Eine Konferenz der ganz... Was ist deine Konferenz? Filmschaffenden hier in Deutschland, wo sich alle in einer Konferenz, einem großen Konferenz... Da wird konferiert. Genau, konferiert und... Die Großen kommen zusammen und talken in einer gemütlichen Runde zusammen. So, wir sind jetzt gerade hier auf der Eröffnungsparty mit dem Lutz. Der hat nämlich die Cologne Conference erfunden. Lutz, wie bist du denn auf diesen Namen gekommen? Ja, das war ursprünglich mal Teil des Medienforums NRW. Da erinnern sich nur wirklich noch alte Fahrensleute dran. Und wir fanden einfach, da wir von vornherein vorhatten, international zu werden, das Medienforum NRW einfach niemandem außerhalb von NRW was sagt. Und haben dann einfach Cologne Conference genommen, weil es damals mehr wirklich noch Konferenz war als Festival. Und kann man nicht irgendwann mal sagen, man nennt es vielleicht einfach nur noch die Filmfestspiele von Köln? Weil das ist es ja im Endeffekt, genau, dann auch ein bisschen. Als Titel jetzt groß, Film- und Fernsehfestival Köln. Das wird sich auch durchsetzen. Dann wird Cologne Conference noch unten so als kleines Logo, als Trademark erscheinen. Aber da wird es hingehen. Aber wusstet ihr, dass die Cologne Conference stattfindet hier in Köln? Nein. Das ist echt, echt Minuspunkt, möchte ich mal sagen, ja. Und deswegen müssen wir warmen Weißwein. Uiuiui, habt ihr das gehört, Leute? Ja, genau. Aber ist nicht schlimm. Ne? Ist nicht schlimm? Nee. Weil es gibt Eiswürfel, würde ich sagen. Drüber, ne? Gibt es irgendwas, was hier im Programm ist, was du dir gerne angucken möchtest auf der Cologne Conference? Ja, als Brasilianer gibt es einen Film. Genau, Brasil. Das möchte ich sehr gerne anschauen. Ich habe schon Sehnsucht nach meinem Land. Das kann ich schon ein bisschen in Brasilien springen, sozusagen. Woher kommst du aus Brasilien? Aus Rio de Janeiro. Und er kommt direkt von der Copacabana. Ja. Wow. Irgendwie ein Tipp, den du den Leuten, die jetzt zum Beispiel zugucken, geben würdest, was sie sich auf jeden Fall angucken sollten? Also klar, der Eröffnungsfilm ist schon echt super, wenn man auf erstklassiges Kino steht. Den zeigen wir nochmal am Mittwoch, genau, Ewige Jugend fürs Publikum. Mr. Robot natürlich super, es ist aber schon, glaube ich, fast ausverkauft, da gibt es noch Restkarten. Und dann bin ich ein großer Fan von dieser Look-Reihe, die es gibt. Die haben wir, die kuratieren wir ja immer, das heißt, die nehmen wir zu großen Teilen nicht aus Einreichungen, sondern da gucken wir wirklich, was passt da rein. Und das sind halt Filme, die so einen besonderen visuellen, ästhetischen Anspruch haben, die irgendwie so einen außergewöhnlichen Look haben. Sind oft auch welcher Film zum Beispiel? Also ich finde zum Beispiel den Film Necktie Use. Der ist ganz cool. Ich weiß, für alle, die Kids kennen den Film, ist ja so ein Klassiker. Das ist so eine Art Kids-Version in Südafrika. Das spielt in Südafrika, ist so ein bisschen so Pop. Necktie Use sollte man also gucken. Genau, genau. Der Regisseur ist gerade mal, ich glaube, 26 Jahre alt. Also ganz junges Team, ganz junge Regie. Das ist ein super Film, kann ich empfehlen.
Ja, das war die Eröffnung von der Cologne Conference, von den Kölner Filmfestspielen. Der Film, der läuft gerade noch und wir sind hier ein bisschen alleine, deswegen haben wir uns vor diese wunderbare Wand gestellt. Was ihr auf jeden Fall wissen solltet, wir verlosen jeden Tag bis einschließlich Mittwoch zu verschiedenen Filmen Freitickets. Dann könnt ihr auf die Cologne Conference for free gehen. Ist das nicht mega gut? Also, checkt das mal auf rausgegangen.de und euch viel Spaß auf der Cologne Conference.